Ja, hallo meine Lieben. Liebe Grüße aus Alanya. Und ich bekomme immer mehr Zuschriften von Türken, die von Istanbul oder Ankara hierher ziehen wollen. Ja? Und teilweise, keine Ahnung, woher die meine Webseite haben. Ich bin ja mehr für den deutschsprachigen Raum zuständig. Und ja, die haben mich trotzdem gefunden. Die können dann auch ein bisschen Deutsch sprechen. Ja, es gibt auch hier Türken, die nicht in Deutschland waren und hier Deutsch gelernt haben, weil viele Firmen zahlen halt dann viel mehr Gehalt, wenn man Deutsch spricht. Ja? Und die denken halt drüber nach, über Wechsel nach Alanya. Und ich sage euch hier nochmal die wichtigsten Punkte. Ja? Zum Beispiel sehe ich hier, ich meine, da vorne wäre ja der, da vorne ist der Strand und wir sind hier in der nächsten Parallel. Und ich sehe hier oft, also bei dem kalten Wetter jetzt gerade nicht, ui, heute wird es stürmen, schau den Wolken da an, das ist so geil, hier kannst du das alles noch verfolgen, hier kannst du noch den Himmel sehen, hier kannst du noch die Wolken erkennen. Ja? Der Lars macht ja immer jetzt aktuell Fotos auch von der Aussicht von seinem Hotelfenster und man sieht da gar nichts, also vom Himmel. Ja? Man sieht auch nicht mal richtig Wolken, sondern man sieht da nur, naja, gut. Und wenn dann schönes Wetter wieder kommt und die Sonne scheint, siehst du hier Damen im Bikini, ohne männliche Begleitung, Damen im Bikini, vielleicht haben sie noch ein Halstuch an oder Handtuch um die Taille, die laufen hier die Parallelstraße entlang. Und das gleiche auch bei der nächsten Parallelstraße, habe ich oft genug Frauen im Bikini rumlaufen und das interessiert hier keinen. Ja? Das interessiert hier keinen. Was ich damit sagen will, da wird nicht hinterher gepfiffen, da ist eine sexy Frau oder was auch immer. Da wird nicht hinterher gepfiffen, vielleicht wird hinterher geschaut, aber hinterher gepfiffen nicht. Jetzt hat es gerade geblitzt. Und ist das jetzt ein Grund herzukommen? Natürlich nicht, aber ich finde, das ist ein Zeichen, dass hier auch das mein noch hier rumliegt. Ja, ich ziehe ja jetzt die Woche um und bereite alles vor. Diese alten Schirme werden entsorgt. Diese Markisen kriegen meine Nachbarn vom Behindertenkindergarten. Und hier kommt nichts weg. Hier kommt nichts weg. Versteht ihr? Die Pflanzen, Blumentöpfe sind aktuell sauteuer. Ja, die kommen nicht weg. Oh, ich habe vergessen, ich muss die Rosensamen noch ernten. Weil es sind herrliche, dunkle Rosen. Oh, und der hat doch überlebt. Ich habe jetzt schon lange nicht mehr geschaut, was meine Pflanzen so treiben. Hey, hast du doch überlebt, hä? Geil. Echt. Und hier sind die Samen vom Oleander. Kann jeder sich nehmen und einpflanzen. Und dann wachsen wieder wunderschöne rosa Oleander. Ach, Leute, ist das nicht geil? Das ist so geil. Und auch das Wetter, es stürmt gerade. Ja? Du fühlst es knistern. Hier ist mir wurscht, ob es regnet oder... Es regnet hier nämlich selten, ja. Hier regnet es selten, ja. In ein paar Monaten kannst du wieder 6 Monate keinen Tropfen Wasser sehen. Also, was sind die Vorteile von Alanya? Ja, zum Vergleich zum Istanbul und Ankara, weil ja Leute nachgefragt haben, ja, liebe Grüße auch an euch. Ja, ihr habt mich dazu inspiriert, das Video zu machen. Sind das mal das schöne Wetter, ja, das schöne Wetter, die Berge. In Ankara oder in Istanbul hast du vielleicht Hügel, aber keine Berge. Dann das Meer ist gleich daneben. Ja? Als Beispiel, ich habe ja, wir haben ja in Antalya auch eine Wohnung und da ist nicht so, dass du überall den Strand hast. Du hast zwar das Meer, aber du hast 30 Meter hohe Klippen. Ja? Und du kannst nicht einfach so umsonst an den Strand. Du musst nach Konya Alte oder nach Larna fahren und dann hast du Strand. Ja? Und da gibt es fast nur Männer. Da gibt es fast nur Männer. Ich meine, das ist gut für Schwule, aber nicht für Hetero-Boys, ja, die auf Frauen stehen, so wie für mich. Hier überall Weiber, überall Grazien. Ja. Ich sage ja nicht, dass ich ein geiler Bock bin, aber ich finde es schön, wenn schöne Frauen überall sind. Ja. Und nichts gegen alte Rentnerinnen oder was auch immer.
Wir sind ja auch nette, liebe Leute, aber natürlich ist es, ich bin halt immer ehrlich, ja, ich kann jetzt nicht lügen. Natürlich ist es für mich schöner, wenn ich nicht einfach nur alte, irgendwelche fetten Weiber sehe am Strand. Da muss ich kotzen. Deswegen lobe ich mir auch die türkische Art. Ja? Türkische alte Frauen ziehen sich keine rosa Leggings an. Türkische alte Frauen laufen nicht mit freien Arm, mit freien Schultern rum. Die verkleiden sich schön. Es ist alles, Misch, es ist alles. Wir haben so viel zu reden, Leute. Wir haben so viel zu reden. Wir haben so viel zu reden. Es ist so viel Psychologisches. Ja? Wir müssen die Wahrheit sehen. Ja? Wir müssen die Wahrheit sehen. Auch muss man das Alter akzeptieren. Auch ich, fette Ranzen hier, der auch schon älter ausschaut jetzt. Ja? Hinter mir werden wahrscheinlich auch irgendwelche hübschen Mädels sagen, ja, du alter Sack, verpiss dich, lass mich in Ruhe. Ja? Na und, ich muss damit leben. Ach, wisst ihr, worauf ich hinaus will? Ich will darauf hinaus, es gibt so viel zu reden, aber dieses Video ging um das Thema, warum Alanya? Ja, und dann gibt es halt noch was in Alanya. Das sind nicht die drei oder vier Rossmanns. Das sind nicht die überall in den Stadtteilen vielen Sushi-Geschäfte, Sushi-Restaurants. Das sind nicht die ganzen Cafés mit Käsekuchen, ja, oder wunderschönen Torten. Ja. Natürlich sind es das auch, aber das sind die ganzen Beachclubs auch. Ja. Kannst alle mal probieren und dann beim Besten bleibst halt hängen. Und das Geile ist, wenn du dich beim Beachclub kennen und du warst schon ein paar Mal dort und du magst in einen Beachclub, dann wenn du dich erstmal kennst, dann brauchst du nur noch einen Anruf. Du, ich komme und ich habe nicht viel Zeit. Mach mal den und den Fisch für mich und meine Frau und meine Kinder. Und das ist einfach so geil. Ja, ist einfach so geil. Also Alanya hat schon mega Vorteile. Ja? Aber es ist überall natürlich schön. Es ist Istanbul, ist sowieso langs dir am Kopf, wie geil das ist. Ja? Ankara hat auch seine Vorzüge, Antalya sowieso, Antalya bin ich der Fachmann. Ich habe da Touren angeboten, Antalya bin ich der Fachmann. Ja. Mega versteckt, ich habe die versteckten Sachen gefunden. Ich werde hier mal für meine lieben Stammkunden, meine lieben Freunde, mache ich mal eine Antalya-Tour. Also umsonst, weil gewerblich mache ich das nicht. Ja. Das biete ich euch dann natürlich kostenlos an. Mein Vito ist ja zugelassener Neunsitzer. Und darf auch schneller fahren. Der ist als PKW zugelassen und hat 9 Sitze. Also können wir zu 9. Denn es ist verboten, Touren zu machen oder Leute zu befördern, wenn du nicht hier Sicherheiten hast. Eine extra Versicherung, eine extra Zulassung, einen extra Führerschein. Warum ist das alles so? Ja, das ist deswegen so, weil es früher viele Unfälle gab. Und da sind halt Leute gestorben und dann hast du irgendein Schrottauto ohne Genehmigung, ohne Führerschein, speziellen Personenbeförderungsding und so weiter. Das haben sie, und seitdem gibt es weniger Unfälle. Ist auch gut so. Hier kann nicht einfach so jemand meinen, ich mache jetzt einen Taxidienst zum Flughafen. Das geht nicht mehr. Ja, das geht nicht so einfach. Ist auch gut so. Das muss alles. Manche Sachen brauchen Kontrolle und Ordnung, Leute. Ich bin mehr für Freiheit. Ja. Aber solche Sachen sind natürlich vonnöten. Ja. Deswegen, wir werden dann auch mal nach Antalya fahren und ich werde euch die versteckten Sachen zeigen. Ich kenne die alle. Ja. Schau, das meine ich mit in die Ferne sehen können. Das macht Spaß. Ja. Wenn du hier zum Beispiel das da siehst. Ja. Das da, ja. Verstehst du? Siehst du das in Germany? Ja. So Wolken? Ali, schimpf halt nicht immer über Deutschland. Du musst dankbar sein, dass du dich versklaven durstest. Du musst dankbar sein. Leute, die Wahrheit darf man immer sagen. Okay? Die Wahrheit darf man immer sagen. Derjenige, der sie nicht verträgt, hat ein Problem. Okay? Okay, also ich werde jetzt die Woche umziehen und nochmal die Vorteile von Alanya. Die Vorteile von Alanya, verschiedene Stadtteile, total unterschiedlich. Ja. Das ist natürlich überall so auf der Welt, aber hier ist es gravierend. Ja.
Hier gibt es manche Stadtteile, die sind auf dem Berg. Ja? Hier gibt es manche Stadtteile, die sind total mit antiken Häusern. Ja? Hier gibt es Stadtteile ohne Pools. Hier gibt es Stadtteile, da gibt es nur Pools und Luxus. Hier gibt es Stadtteile, ich könnte euch Sachen erzählen. Also, was gibt es noch? Warum Alanya? Die Leute sind sehr freundlich, die Einheimischen. Top, liebe Leute, wenn du natürlich auch top, wenn du auch lieb bist, top, wenn du top bist. Top heißt übrigens auf Türkisch, heißt top, also Ball, eigentlich heißt es Ball, ja? Also der Fußball zum Beispiel. Aber man nennt auch Schwuchtel top. Ja? Und nichts gegen Schwuchtel, nochmal, weil ich immer das erwähne. Da ich das immer erwähne, ist das ein Beweis, dass ich damit überhaupt kein Problem habe und das als so sehe, dass die Leute machen können, was sie wollen. Das ist mir wurscht. Das ist ihr Ding. Das ist ihr Ding, wenn sie ihr bestes Stück in ein Loch stecken, wo Scheiße drin ist. Das ist doch ihr Problem. Das ist doch nicht mein Problem. Warum Alanya? Warum Alanya? Warum Alanya? Ja, geht einfach mal in die Altstadt. Fahrt mit der Seilbahn rauf und lauft runter und schaut euch einfach mal alles an. Das ist einfach so geil. Naja, das betrifft jetzt nicht Alanya, das betrifft die ganze Türkei, dass ihr zum Beispiel gerade so ein Durcheinander habt in Deutschland, undenkbar. Was machen sie hier? Warum machen sie das so? Wieso machen sie das? Blablabla, halt die Klappe, musst du dann sagen, ja, verstehst du? Und warum Alanya? Ach ja, das wollte ich auch noch sagen. Parkplätze ohne Ende, ja, Parkplätze. Hier, da parke ich, da sind Parkplätze. Da sind auch noch Parkplätze da hinten oder da gegenüber kann man auch, wenn man unbedingt möchte. Und in Antalya ist es schwieriger mit Parkplätzen. Ja? Istanbul denke ich auch und Ankara auch. Ich kann halt nur für Antalya reden, aber hier für in Alanya, außer in der Innenstadt natürlich, hast du wirklich viel Parkplätze. Ja? Das ist das Gute. Dann, aber das ist nicht alles. Ja? Hier hast du viel mehr Auswahl an verschiedenen Restaurants. Aber was hier zum Beispiel an Negatives gibt es natürlich auch. Ja? Zum Beispiel gibt es im Sanai. Was ist denn das jetzt? Oh, das Riesending da ist eine Rose. Hier im Sanai gibt es nicht alles. Das ist zum Beispiel was Negatives. Was ist Sanai? Baumarkt. Ja? Hier gibt es, für manche Sachen muss man nach Antalya fahren. Ja? Da gibt es wieder mehr. Aber egal, es geht ja um Leben. Ja? Und Alanya ist viel ruhiger. Ja? Antalya zum Beispiel ist jetzt wie Istanbul geworden. Ja? In Istanbul brauchst du, ich war ja selber dort, um von einem Punkt zum anderen zu kommen, brauchst du 3 Stunden. Ja? In Istanbul. Ja? Dann hier fahre ich los und in die Innenstadt brauche ich 8 Minuten, ja, mit Auto. Ne? Oder nach Mahmut, da brauche ich auch 8 Minuten. Ja? In Istanbul und Ankara kannst du vergessen. Ja? Istanbul hat ja mit Umland 20 Millionen Einwohner. Ankara hat über 4 Millionen Einwohner. Was ich euch damit sagen will, ist, da ist ja Antalya noch, Alanya noch Entwicklungsland. Ja. Ist auch gut so. Ja. Okay, was gibt es noch für wichtige Punkte? Ja, das ist halt nicht so viel Stress. Ja. Relaxter auf den Straßen, relaxter. Ja. Ich war ja in Adana wegen meiner Frau, ihrer Operation. Und ich würde da sterben. Wunderschön alles, ja. Aber ich würde da sterben, da ist so viel Stress im Straßenverkehr, so viel Stress, wir haben gesagt, nee, never ever. Die nehmen dir die Vorfahrt, das ist normal, du darfst dich da nicht aufregen. Hier wird noch ab und zu sogar geblinkt, ab und zu, also hier ist ja auch schlimm. Aber von mir der Hinweis, dass ich lieber den Straßenverkehr hier von Alanya mag, als den von Deutschland, denn es geht hier wenigstens voran, ja. In Deutschland, wenn die Ampel rot ist und du bist das 6. Fahrzeug, kommst nicht mehr rüber. Der erste fährt los, dann macht der zweite erst seinen Motor an. Der fährt los, bis dann alle mal drüben sind, ist schon ein Jahr vergangen. Ja? Hier hupen sie ja, wenn es gerade umgeschaltet hat, eine
Zehntelsekunde, wenn es umgeschaltet hat, hupen sie schon. Das hat halt auch einen Vorteil, dass du halt rüberkommst, verstehst du? Und ich müsste euch jetzt ein paar Aufnahmen zeigen hier von Alanya, dass ihr wisst, warum ich sehr gerne hier bin. Die Weitläufigkeit meistens, ja, also hier, wenn ihr jetzt, das sehen wir jetzt nicht wegen den Büschen, die Weitläufigkeit. In Mahmudlar ist es zwar nicht so gut mit der Weitläufigkeit, aber es ist auch nicht wie in Ankara oder Istanbul. Also hier ist noch Platz zwischen den Häusern, ja. Und was noch? Ja, relaxter, alles viel relaxter. Okay, wenn mir noch was einfällt, mache ich ein zweites Video. Dankeschön, liebe Grüße.